So, und dann zeigen wir jetzt nochmal eine extrem krasse Verteidigung. Also, das ist auch etwas. Das ist einfach so genial. Oh, Schlammaschine, willkommen zurück zu einer Folge Backen Keys. In dieser Folge stehen wir im Hühnchenofenarsch, aber zuerst spielen wir eine Runde COC. So, ist der nächste Klangkrieg. Lange ist es her, dass das letzte Video kam und lange ist es her, dass die letzte Folge von meinem Anime kam. So, und da das alles schwer zu timen und zu planen ist, habe ich nun Folgendes beschlossen. Auf jede 2 Minuten, die ich von meinem Anime animiert bekomme, wird es eine Folge hier von den Clan Wars geben. Und da es hier immer Clan War gibt, ist das kein so großes Problem. Also hier wieder noch, ja, dieser Clan War, der ist in 41 Minuten fertig. Die Gegner haben theoretisch noch eine Chance, uns zu besiegen. Aber die Chance ist sehr gering. Ja gut, die müssen einen Tree-Star auf den Unknown hier bekommen. Gucken wir mal, wie es bei dem so aussieht. Also auf ihn wurde schon mal ein... Okay, viel Glück bei dem Freestyle. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. So, dann. Da das letzte Video 30 Minuten lang war und es etwas schwer ist, das hochzuladen, das hat bei mir 4 Stunden gedauert, das ist krass. Während ich was hochlade, können die anderen hier im Haus nichts machen, internettechnisch. Werde ich jetzt hier 3 Angriffe, ja gut, ja. So, komm, 3 Angriffe zeigen. Ja gut, vielleicht mehr. Jedenfalls, ich werde jetzt nicht mehr jeden guten Angriff zeigen, sondern ich zeige jetzt hier einmal den vom Unknown. Ja, er hatte 2 Angriffe gemacht, diesmal hat er ziemlich gefällt mit Gohawk. Und dann werde ich noch die Angriffe vom Jan und mir natürlich zeigen. Und ja, und dann gucken wir mal weiter. Dann vielleicht noch, wer es besser gemacht hat. So, dann gucken wir mal hier jetzt die beiden Angriffe vom Unknown. Weil der ist der Clan-Führer! Und deshalb, jo, denke ich, sollten seine Angriffe schon im Video dabei sein. Vielleicht noch, wenn irgendjemand was richtig Geiles gemacht hat oder eine richtig geile Verteidigung von uns, da habe ich auch schon einen Fall. Aber, ja, ansonsten gucken wir mal weiter. Okay, der hat nichts in der Clan. Wo könnte das sein? Gucken wir uns den legendären Kampf der einzelnen Arsch an. Ach doch, der hatte was in der Clanburg. Der war nur out of range. So, ich habe noch nicht Range und Felder und alles auswendig gelernt, würde ich noch nachholen. So, und jetzt kommt er mit seinen athletischen Max-Zusatz an. Und dann noch 3 wundervolle Skelette. Ne, mehr sind es 3 sogar. Lieb ich. So, jetzt noch ein paar Packers. Der hat hier wieder Go-Wipe gemacht. Das sind Taktiken, die sich am besten... Nein, das sind der besten Taktiken. Ich freue mich schon drauf, sobald ich irgendwann Golem habe. Und dann kann ich leider nur Giant Wizard machen. Das ist nicht ganz so effektiv. Stern hat er leider nicht bekommen. Deshalb kommt er jetzt den 15% Stern. Auch gut. Na gut, laut ihm und laut Jan sind alles, was nicht ist, das gefällt. Also von daher. Na gut, schade eigentlich. Es war so fucking knapp dort mit dem Rathaus. Ja, wirklich extremst knapp. Aber so wie es gerade aussieht, kann er schon glücklich sein, dass er überhaupt die 50% geschafft hat. Da jetzt dürft ihr noch hier welche zum Aufräumen setzen. Da hinten. Nee, wo hat er den Minion gesetzt? Da hinten, okay. Nee, das ist nicht mein Minion. Der hatte einen Archer gesetzt. Na gut, aber schon allein der eine Stern ist richtig knapp. Schade für ihn. Aber gut, vergleichen wir es mal mit seiner Defense, weil... Ja! Bei seiner Defense... Da hatten die nur 30% geschafft. Boah, ist extrem schwer hier, ohne den Jan zu kommentieren. Weil ich hier taktisch eigentlich so ziemlicher Bob bin. Bei, ja, hier zumindest. Pokémon kann ich taktisch eigentlich recht kompetitiv spielen, aber hier habe ich irgendwie keinen Durchblick. So. Wo hat er gesetzt? Da hinten. Okay. Ah, okay, der greift von der Queen-Seite aus an. Da kommen jetzt noch die Mages. Boah. Deren Zauber, die sehen einfach so episch aus auf diesem Level. Ja gut, ich will meine gerade auch am Updaten, dann sind die fast gemaxt. Und ich habe mal nachgeguckt, der Unterschied zwischen Max-Wizards und, ja, jetzt Level 5-Wizards, der ist gar nicht so groß. Ja gut. Da hat er den Jump-Spell gesetzt, um da die beiden Luftabwehren zu machen. Die beiden Luftabwehren, klar. Die Luftabwehr und den Bogenschützenturm. Und dann sind noch die Wizards. Na gut, der Klangkrieg ist aber eh gewonnen, also... Der hat auf jeden Fall gut an Loot abgestaubt, also von daher...
Ah, da unten kommen die Schweinereiter. Die Kavallerie ist am Anmarsch. Reitet mit euren Pferden gegen die Wanzer. Und ja, das war eine Anspielung auf den Blitzkrieg in Polen. So, aber mit den Schweinereitern ist er hier in mehrere Fallen getappt. Das ist das Traurige daran. Er hatte aber ganz schön viele Healing Potions mitgenommen, fällt mir gerade auf. Da. So. Die Kavallerie! Ja, er hatte aber selber gemeint, wenn man mit den Hockeys so gut wie alle Verteidigungen weggeräumt hat, gibt es kaum noch Platz, um irgendwie aufzuräumen. Da sehen wir gerade auch, warum er das gesagt hat. So, die Hockeys sterben jetzt gleich natürlich. Bei dem X-Bogen, glaube ich, war es schon, oder? Ja, den X-Bogen kriegen die schon nicht mehr wegen der Riesenbombe. Und er hat aber nicht verloren wegen den... wie viele sind das noch? Ja, ein paar Verteidigungen da hinten. Der hatte, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, hier verloren wegen Zeitmangel. Da können wir jetzt beschleunigen. Wir hören einfach direkt auf. Da, er kriegt, glaube ich, noch bis zu dieser Mine. Und das war's dann. So, dann gehen wir jetzt über zu den beiden Angriffen, die Jan und ich hatten. Wir haben in diesem Klangkrieg extremst gefailt. Ich habe hier bei der Nummer 10 einen 1-Star bekommen. Und der Jan hat, glaube ich, bei der 7, die er so dringend besiegen wollte, hat er auch einen 1-Star bekommen. Und sollte dann die 8 angreifen, hat er noch Loot gemacht. Der hat dort auch nur den 1-Stern bekommen. Ich habe noch die 9 angegriffen für Loot, habe ich 0 Sterne bekommen. Das ist extremst peinlich. So, da zeige ich die beiden Angriffe kurz. So, hier. Achso, das... Ja, so, da, der Jan. Seine beiden Angriffe. Wiederholung. So. Da, wo greift er an? Ja, das ist eine komplizierte Base. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo ich angreifen sollte. Ich würde von hier unten aus angreifen, aber naja, da ist ziemlich dicke Verteidigung. Allerdings ist das kein... Ja, ich weiß nicht. Oh, der Jan! Jan, ich bin mitten in der Aufnahme! Hallo! Oh, hallo! So, warte, muss ich hier gerade die Sounds vom Spiel wieder unterstellen? Oh. So, besser. So, hallo Jan, ich gucke mir gerade deinen Angriff auf die Nummer 9 an. Wann auch immer du die 9 angegriffen hast, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte gedacht, du hättest die 7 und die 8 angegriffen. Nö, die 8 nicht, aber auch viel und angegriffen. Ich dann gleich den 1 Stern geholt, bam. So. Wo ich dann ja auch, großer Spoiler, die Sterne geholt habe. Dann dieser Angriff noch. Ich habe jetzt übrigens meine. Ich zeige übrigens unsere beiden Angriffe und dann noch die beiden vom anderen, weil der klar Führer ist. Und wenn ich da und wenn ich diese beiden Angriffe nicht zeigen würde, dann wäre es eindeutig. An dieser Stelle bitte mal ganz kurz großes Entschuldigung an den anderen, denn ich habe den ersten Angriff verkackt. Oh, gut Deutsch. Ja, okay. So, dann. Das war dein Angriff. Den habe ich auf 3 Stern gemacht, ne? So, oder? Habe ich nur auf 3 Stern gemacht? Nummer 7. So herzlich verkackt hast. Ich habe ja auf die Nummer 9 auch nur 1 Stern gemacht. Ja, ich shoote hier ein bisschen. Ah ja, stimmt, weil unten dieser scheiß Golem nicht mehr weiter gespurt hat, ja stimmt. Lass mir überhaupt zu. Egal. Nee, ja ich weiß, dass du gerade die Nummer 10 machst. Egal, komm. Wieder. Weil ich hab hier bei dir ein kleines Echo. Was mein Echo? Jetzt besser? Test, jetzt? Test. Verrat! Das ist doch gerade ganz, aber ich ganz geile Mikropasta finde. Ich weiß nicht, was besser aussieht. Ich bin Level 6.
Level 6 haben ja die begrenzte Ausdauer. Dafür sehen ihren Mental, naja, sagen wir mal, schon veranlagt aus. Und da kam große Explosion. Das war der Hauptgrund, warum er nur einen Stern bekommen hat. Hast du etwa etwas gegen Spule? Nee, ich will Wishes existieren. Hashtag Zitat für dieses Blog. Unten in der Videobeschreibung. Hier, ganz kurz, ganz kurz. Nein, ganz kurz. Da hat er die Voted One, das ist ein krasser Bengel. Da oben ist. Das ist das nächste Picker von dem Anon mal wieder. So, da hat der Anon dir den Max Picker gegeben. Ich weiß nicht, hat er schon Max, ja, oder? Der Entlastungsangriff Jan Mollys konnte die ist nicht erfolgt. Ja gut, egal, den Krieg haben wir letztendlich aber wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Jetzt zeigen wir nachher noch meine beiden Angriffe. Ja. Der Kampf ist gelaufen, dann zeigen wir noch meine beiden Angriffe, den Fehlangriff und den noch mehr Fehlangriff. Und dann ist die Folge auch schon. Ach nee, genau. Dann zeigen wir noch gerade eine Verteidigung von einem. Also das war wirklich eine krasse Verteidigung. Zeigen wir nachher dann so hier. Hallo, ich wollte noch was machen. Hallo. Ich soll vielleicht noch ein paar Gruselgeschichten vorlesen, wenn das okay ist. Ja, eine Stütze, aber das passt nicht. Das passt dann, doch. Pass auf. So, dann hier gegen den Gabriel. Okay, ja, Gott, mach dann gerade. Eine Queen Castle. Passt das? Ein Typ hast mit nur 5 Buchstaben. Buchstaben mit nur 5 Wörtern. Geil. Du wachst auf, sie nicht. Boah. Ich hab grad fast den ersten Tag bei Kühlpasta bekommen. Warum? Das war krass. Ich denke, die sollst du auf jeden Fall nicht wirklich stellen. Ich glaube, das werden. Die steht, die habe ich auch im Wiki. Ja, wie ihr schon seht hier, der Angriff beginnt eigentlich recht gut. Aber. Das Problem war, dass sie dann im Nachhinein nur außen herum gegangen sind. Also das war richtig toll bei dem Angriff. Aber gut, vielleicht hätten die etwas länger überlebt, wenn die Barbaren. Nee, wenn die. Wie heißt die nochmal? Wizards, genau. Wenn die Wizards etwas höher gewesen wären. Ich weiß nicht. Der hat aber auch eine Base, die ist schwer zum Angreifen. Ich meine, guckt euch das an. Ich habe mich dazu entschieden, hier zuerst anzugreifen, da ich dann die Überwehr wegmachen kann. Und dann auch etwas mit den Minions mit den Minions reißen könnte. Aber da seht ihr schon das Problem, anstatt die Mauer zu attackieren haben, die wir wahrscheinlich schon erwartet haben, der ist attackiert. Und mein Drache unten. Naja, der hat auch nicht sehr gut beigetragen zum Sieg. Anstatt dass er irgendwo anders hingeht, anstatt dass er hochgeht und die fast freie, das fast freie Rathaus angreift, ja, greift er unten alles andere an. Okay, irgendwie, naja, die Creeper bin ich gerade nicht so gut. Soll ich noch heute mal vorlesen? Okay. Da kam schon aus irgendeinem Grund der Tesla raus. Was war dort? Ja, 51% wahrscheinlich. So, da oben verabschiedet sich auch langsam unsere Heilerin. Unsere Heilherrin. Was sagt die Plan? Das werden wir nicht erfahren. Und da war es auch mit den Minion. So, was mit dem Drachen da unten passiert. Ich weiß nicht, wie er so schnell abkratzen konnte. Ach, der war schon beschädigt. Ich habe mich um das innerhalb von wenigen Sekunden da unten. Ich dachte, es lag in der krassen Luftverteidigung. So, na gut, ein gescheiterter Angriff. Aber daraus konnte die Kara halt lernen. Jeder Angriff, der fails, hat noch. Naja. Daraus können die anderen lernen, die danach mehr kommen und richtig aufräumen. Dann. Wo war ein anderer Angriff? Ach, da, hier. Also ich dachte, das wäre von dem User Du gewesen, weil irgendwer im Clan hier war auch so intelligent und hat dich Du genannt. Eines der schönsten Namen, die man sich vorstellen kann. So. Ja. Und hier jetzt. Ich habe 0 Sterne bekommen, dafür schäme ich mich immer noch. So. Aber gut, ich hatte auch meinen König nicht dabei. Dafür hatte ich halt auch, ja, einen Picker mitgenommen, den mir der liebe Jan gemacht hat. Danke, weil mein König ist noch nicht zündbar. Da ist er im Moment eh nur eine schwächere Version des Packers. Ja, weil mein König wird gerade geupdatet auf Jo, ich freue mich schon darauf, sobald er 5 ist. Da geht's erstmal richtig los.
daher konnte ich halt leider keinen Heiler mitnehmen in der Klangburg oder sonst was. Deshalb, ja. Arimasse. Oh, die ist hart. Ich sehe sie da auch. Jetzt die Klangburg, die da oben nicht zu suchen konnte. Aufgrund von zu geringer Range. Wann kommt unser Grundstallritter? Gleich wahrscheinlich. Ja, das dauert nicht mehr lang. Gleich kommt der. Oh, da oben kommt noch der Drache. Der hat auch noch mal gut aufgeräumt. Der hat zu meinem Verlust beigetragen. Da, der Gruppstahlrache, Ritter. Ja. So, jetzt versuchen die Heiler natürlich extremst hart zu dem Packer zu kommen. Schaffen das aber nicht. Und anstatt dass der Packer hier mal gerade öffnet, ne, da geht er lieber außen herum. Ach, du bist so arm. Und gleich ist. Aber das tut die Mauer auch gut. Das ist schon krass. So ein Heilzauber bringt es leider nicht so sehr. Leider. So, und das war's mit dem Feldangriff. Gewonnene Beute, nichts. Siegesbonus, gar nichts. So, und dann zeigen wir jetzt nochmal eine extrem krasse Verteidigung. Also, das ist auch etwas. Das ist einfach so genial. Das habe ich einfach gefeiert. So, hier vom Meisternoob, glaube ich, war das. Oder das war vom D-Killer. Ne, ich glaube, das ist vom Meisternoob. Wo ist das hier? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Spaß. Da, genau. Guckt euch das an. Er hat mit 99% hat er nicht den Freestar bekommen. Das war zwar eine Niederlage, aber wie gesagt, hier im Klangkrieg gilt, alles, was nicht Freestar ist, ist gefailed. So, und jetzt, weil das... Warte mal, da oben. Und weil das Video gleich schon zu lang ist. Ja. So, ich komme gleich weil ansonsten werde ich gleich sprechen. So, ich bin da. Ja. Also es war eigentlich ein fast Just Dragon-Angriff, da ja gut, ein paar Mages in der Klanburg anstatt noch gemacht. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich nicht genug Platz oder so. So, da es gibt eigentlich nichts mehr, was den Drachen so richtig trotzen kann. Da, die letzte Verteidigung ist jetzt gleich kaputt. Jetzt! Und jetzt guckt euch dieses Kunstwerk an. 27 Sekunden noch. 27 fucking Sekunden noch. Ich liebe das so sehr. Oh, diese Verteidigung, die ist einfach so krass. So, 10 Sekunden noch. Werden die es schaffen? Da, greifen die sogar zusammen an. Da. Jetzt guckt euch das an. Wie lange dauert die Aufnahme noch? Eine weitere Sekunde und das Ding wäre down gewesen. Das wäre nicht der Twister gewesen. Da seht ihr es, liebe YouTube-Freunde, er beachtet mich nicht. Sorry, aber das war einfach so geil, diese Verteidigung. Herzlichen Glückwunsch, Meister Noob, du wolltest ja in dem Video sein. Meister Noob wollte. Der Angriff ist jetzt momentan aber nicht genug Platz drin, aber die Verteidigung war so genial. Ich liebe sie. So, bis dann, die YouTube-Gemeinde. Tschö. Jan? Ja? Ja. Sag Tschüss. Nee. Nee? Okay. Tschüss.